In den USA hat am Weihnachtswochenende eine Serie von Tornados im Süden des Landes mindestens 22 Menschenleben gefordert. Auch anderswo schlug das Wetter Kapriolen. In Kalifornien wütete ein Waldbrand. Im Nordwesten schneite es stark, während an der Ostküste winterliche Wärmerekorde fallen. Laut Meteorologen sind die frühlingshaften Temperaturen dort mit für die schweren Unwetter im Süden verantwortlich. Ich bin Lehrerin und in unserer Nachbarschaft leben Kinder, deren Häuser jetzt weg sind. Unser Haus ist unberührt geblieben. Ich kann es nicht glauben. Ich hätte nie erwartet, so etwas mal erleben zu müssen. Es ist ein Albtraum. It's like a nightmare. Durch die Ortschaft Rowland in Texas schlug der Tornado eine Schneise der Zerstörung und brauchte dafür nur wenige Sekunden. Es war ein Geräusch wie von einem Güterzug. Wir haben uns alle in sichere Ecken zurückgezogen und erst einmal abgewartet. Nach 15 Sekunden war alles vorbei. Zu Schaden kam in Rowland offenbar niemand, anders auf einem nahegelegenen Highway. Dort kamen nach Medienangaben während des Sturms 4 Menschen bei einem Autounfall ums Leben. In Mississippi stieg die Opferzahl auf 10, nachdem 2 seit Freitag vermisste Personen tot aufgefunden wurden. 6 Menschen starben in Tennessee und in Arkansas wurde eine 18-Jährige von einem Baum erschlagen. Zahlreiche Ortschaften sind außerdem überflutet und die Extreme haben noch kein Ende. Für Sonntag sagten Meteorologen für die Region Schneestürme und Eisglätte voraus.